Putins Soldaten hungern, hausen in Dreck und erleiden große Verluste. Das zumindest erzählt dieser russische Soldat in einem Video, das von der Front stammen soll. Wo genau das Video aufgenommen wurde, ist nicht bekannt. Wir sind im Krieg. Das hier ist eine sehr heiße Zone. Da liegen zwei tote Männer. Sie sind da schon lange. Lebend nach Hause zu kommen, ist hier ein großes Problem. Da ist noch einer. Sein Kopf wurde abgerissen. Kopflos. Ich hoffe, das passiert nicht uns und wir kommen nach Hause. Auch verrät er weitere beunruhigende Details zu den Umständen vor Ort. Wir sitzen in kleinen Erdlöchern, nass, keine Nahrung. Das ist ein Ort zum Verrücktwerden. Unsere Leute haben Angst, herauszukommen. Die halbe Truppe wird nicht rausgehen zum Kämpfen. Sie weigern sich, tun nichts. Anton Geraschenko, der Berater des ukrainischen Innenministeriums, teilte das Video auf X, vormals Twitter. Er beschreibt den Mann als einen Kadyrovzi. Der Begriff bezeichnet tschetschenische Milizen, die auf der Seite Russlands kämpfen. Sie sind auch in der Ukraine aktiv. Der Soldat zeigt einen Kameraden. Das ist unser Bruder, er schaltet die Verwundeten aus. Wenn es Verwundete im Kampf gibt, muss sie eine ausschalten. So ist es. Es gibt Drohnen, die als Sprengfallen über uns herumfliegen, Kamikaze-Drohnen. Andere werfen Granaten. So leben wir hier. Er zeigt Maschinengewehre und schusssichere Westen, die für die tschetschenischen Kämpfer bereitgestellt wurden. Der Plan sei, den Platz jetzt zu verlassen und Ende des Monats zurückzukehren. Wann genau das Video aufgenommen wurde, ist ebenfalls nicht bekannt. Da hinten befindet sich unser Feind. Wir müssen sein Territorium erobern. Das ist das Ziel. Das ist der Ort, an dem mehr als die Hälfte unserer Armee gestorben ist, vor einem Jahr. Es ist ein harter Ort, kein Witz. Als er den Unterschlupf zeigt, endet das Video. Es ist schlammig drinnen. Dieser Ort ist abstoßend. Entlang der gesamten Front halten die Gefechte aktuell an. Russischen Truppen gelingt es, in einigen Abschnitten Boden zu gewinnen. Auch aus dem Grund verstärkt das ukrainische Militär seine Verteidigungsanlagen. Im Norden des Landes seien diese in den vergangenen Monaten um 63% ausgebaut worden, so die Ukraine.